Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 541. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor, die italienische Reise. Davor gibt es ein bisschen Rilke, Rainer Maria Rilke, und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, es ist Weihnachten und tatsächlich nehme ich diese Episode auf am ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. Dezember 2023, denn sie erscheint am 26. Dezember 2023 und ich habe es mal wieder vorher nicht geschafft. Das macht aber gar nichts. Die Vorweihnachtszeit ist ja immer so ein bisschen anstrengender und naja, jetzt ist Weihnachtsmorgen. Kinder schlafen noch. Nee, das eine Kind ist gerade aufgewacht. Und wir haben gestern am Heiligabend sehr viel gegessen, sehr lange gefeiert und Frühstück fällt einfach aus. Heute Mittag fahren wir zu meinen Schwiegereltern. Insofern habe ich den Vormittag für mich und bin laufen gewesen und kann jetzt ganz in Ruhe Einschlafen-Podcast aufnehmen. Ich hatte auch überlegt, morgen Nachmittag erst aufzunehmen, aber das wäre mir dann vielleicht ein bisschen zu hektisch geworden. Nee, genau, deswegen gibt es eine richtige Weihnachtsepisode aufgenommen am ersten Feiertag für euch im Feed am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das ist halt der Dienstag, der zwei Wochen später ist. Genau. Und bevor ich mit dem eigentlichen Thema anfange, möchte ich mich sehr gern bedanken bei euch allen für die Aufmerksamkeit. Ein weiteres Jahr Einschlafen-Podcast. Aber insbesondere bei ein paar Hörerinnen, die mir Geschenke zukommen lassen haben zu Weihnachten. Ihr wisst ja, ich brauche nichts. Ich habe schon alles. Das, was ich brauche, kann ich mir selber leisten, weil ich einen sehr gut bezahlten Job habe. Und ist insofern alles gut. Trotzdem gibt es Menschen, die mir eine extra Freude bereiten wollen. Ihr wisst ja auch, es ist für mich Freude genug, dass ich etwas Sinnvolles tue, was für euch Sinn ergibt. Und das Feedback regelmäßig zu bekommen, dass es euch was bringt, was ich hier mache, das ist schon ja der Grund, warum ich es hier mache. Und dann gibt es immer noch halt Hörerinnen, die mir eine extra Freude machen wollen. Ich habe Geschenke bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Weihnachtsgeschenke. Es gab ein sehr lustiges Wackelschaf, das so mit dem Kopf wackelt. Also nicht Wackeldackel fürs Auto hinten, sondern ein bisschen kleiner. Steht jetzt am Schreibtisch und nickt mir ständig freundlich zu. Es ist wirklich ganz niedlich. Dann habe ich einen ganz fantastischen Postkartenkalender bekommen von der Autorin selbst, also eine Fotografin offenbar, die auch noch in Hamburg wohnt und dann einen Hamburg-Postkartenkalender gemacht hat. Der ist richtig schick geworden. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ein Kochbuch von einem, ein veganes Kochbuch, also ein Kochbuch für veganes Kochen von einem Autor, den man heute vielleicht eher nicht mehr unterstützen möchte, der eher als Schwurbler aufgefallen ist während der Pandemie. Aber das Buch ist von weit vor der Pandemie. Und die Rezepte sind natürlich immer noch interessant und gültig und passen auch sehr gut zu dieser Sendung. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für all die Geschenke, die ich bekommen habe. Ja, und was macht man an Weihnachten? Man spricht über Weihnachten. Allerdings gibt es schon so viele Episoden. Ich mache das hier seit 13 Jahren. Ich habe immer mal wieder erzählt, was wir Weihnachten eigentlich machen. Deswegen die Abläufe solltet ihr alle schon mal gehört haben. Was ihr noch nicht wisst, ist, dass mein schönstes Weihnachtsgeschenk dieses Jahr tatsächlich ist, dass meine Tochter hier zu Hause ist, also Mareile. Die ist ja ausgezogen nach Koblenz, um dort Veranstaltungstechnik zu lernen. Hat eine schwierige Zeit hinter sich. Ich war ja auch bei ihr in der letzten Episode, habe ich davon erzählt. Und ja, in der neuen Firma, in der sie jetzt ist, geht's ihr sehr gut und hat auch die Möglichkeit, jetzt über Weihnachten nach Hause zu kommen. Sogar zwischen den Jahren kann sie hier bleiben. Und das ist ja eine große Freude, Erleichterung. Also wir wussten das bis vor wenigen Tagen, wussten wir gar nicht, ob sie kommt, wann sie kommt. Ja, in der alten Firma hätte es auch passieren können, dass sie gar nicht kommt. Ja, so ist es dann halt, ne? Also als Auszubildende hat man natürlich nicht viele Urlaubstage und natürlich muss man auch an Feiertagen arbeiten. Aber ja, in der neuen Firma ist die Auftragsstruktur, glaube ich, ein bisschen anders. Und deswegen ist das irgendwie kein Problem.
Und das ist gut. Können wir als Familie hier zusammen feiern. Und das ist sehr schön, die Zeit gemeinsam zu verbringen. Wir haben gestern Abend, Sky hat sich irgendwann nach oben verzogen, um mit ihren Freunden über Weihnachtsgeschenke oder was auch immer zu sprechen. Und dann saßen wir zu dritt unten und haben überlegt, so ja, gut, ist alles erledigt. Das große Weihnachtsessen, von dem ich gleich berichte, und den Weihnachtsbaum erleuchten, alle Kerzen anzünden. Wir haben ja jedes Jahr einen Weihnachtsbaum mit echten Kerzen. Elektrische Kerzen kommen da irgendwie nicht rein bei uns, können wir uns alle nicht so richtig mit anfreunden. Echte Kerzen sind einfach schöner. Allein die Tatsache, dass man sie dann seltener anzündet. Also bei elektrischen Kerzen ist ja die Versuchung, das Ding den ganzen Tag leuchten zu lassen, relativ hoch. Ist ja auch gar nicht schlimm, kostet nicht viel Strom und so, aber dann ist er halt immer an und immer leuchtend und ist nichts Besonderes mehr, dass er dann leuchtet. Und wenn wir Kerzen anzünden, dann ist es halt was ganz Besonderes und das ist halt einfach nicht jeden Tag so, bis er dann irgendwann am Dreikönigstag Heilige Drei Könige wieder ausziehen muss. Ja, alles erledigt und dann, gut, was machen wir jetzt? Sitzen wir da mit einem Gläschen Wein und auch wir können nochmal einen Fernseher anmachen. Was gucken wir denn gerade so? Und hat Mareile gesagt, sie guckt total gerne The Taste. Das ist eine Fernsehshow, glaube ich, auf RTL oder Sat.1 oder was weiß ich. Eine Kochshow, in der es darum geht, einen perfekten Löffel zu erstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr Kochshows im Fernsehen guckt oder Privatfernsehen schaut. Ich kannte die Show schon, die ist schon relativ alt, ich glaube 12. Staffel jetzt, und Mareile guckt das total gerne und ich gucke das ganz okay gerne so, und ach, Kochshows sind eigentlich immer nett und ich koche ja auch gerne, und ja, dann haben wir gestern Abend gesessen und das Finale aus der 12. Staffel von The Taste geguckt, und ich mag die Show, das ist lustig. Was ich daran nicht mag, sind die Coaches, also die Köche. Vor allem dieser Frank Rosin ist das, glaube ich. Der schnauzt halt seine, also die Kandidaten sind halt keine Profiköche. Also einige davon haben schon eine Kochausbildung absolviert, andere sind noch drin. Und das weiß ich nicht, das geht da halt so zu, wie man sich das in so einer Restaurantküche vorstellt, dass halt die Azubis angeschnauzt werden, wenn sie irgendwie nicht schnell genug irgendwelche, was weiß ich, Butter zerlassen. Keine Ahnung, was sie so zu tun haben. Die Zwiebeln schnibbeln. Und das weiß ich nicht. Irgendwie passt das auch nicht in so eine Show rein. Was mir sehr gut gefällt an der Show ist das Verhalten der Kandidaten. Das ist also nicht so wie bei Germany's Next Topmodel, wo es ja eigentlich nur darum geht, irgendwie Tränchen zu filmen und Drama zu erzeugen. Hier bei dieser Show mögen die sich alle, unterstützen sich alle, und wenn jemand ausscheidet, geht er raus und lächelt und ist dankbar, dass er soweit, ich meine, es war die Finalshow, ne? Natürlich sind die irgendwie alle dankbar, im Finale gewesen zu sein, aber die gehen alle sehr nett miteinander um, da gibt es keinen Streit oder Beef in der Kochshow. Oder, naja, es ist halt alles ein bisschen, es ist sehr kollegial, sehr freundschaftlich und sehr wertschätzend, und das mag ich ganz gerne. So, und das eigentliche Thema dieser Sendung ist natürlich das Kochen. Und da stehe ich ja drauf. Ich mag total gerne in der Küche stehen und kochen. Und gerade zu Weihnachten mache ich das intensiv. Und ich mag auch total gerne anderen Leuten dabei zuschauen, wie sie mit Aromen hantieren, welche Handgriffe sie machen, wie sie das machen. Ich war ja auch letztens mit der Firma, also mit dem Team, war ich in der Open Kitchen, hatte ich schon mehrfach erwähnt, ein neues Restaurant, naja, anderthalb Jahre gibt es jetzt auch schon, in der großen Elbstraße in Hamburg, hinten im Altonaer Fischmarkt, Hausnummer weiß ich nicht, irgendwie dreistellig, 135, irgendwie sowas. Das ist dieses ganz lange Gebäude, kurz vor dem Dockland, dieses schräge Hochhaus, und da in der Mitte ist irgendwie Lust auf Italien, so ein relativ einfacher Italiener, und ein japanisches Restaurant, auch letztens zum ersten Mal drin, war so mittel, aber also war gut, aber nicht überragend. Und da hat jetzt halt hinten, wo früher so ein günstiger Asia drin war, die Open Kitchen aufgemacht. Der Koch heißt Tobi, das ist schon mal gut. Und die Chefin heißt Marie. Und die beiden sind super. Also sie haben da ein Konzept aufgefahren. Ganz, ganz feine Küche zu halbwegs moderaten Preisen. Also natürlich ist es teurer als das Fischbrötchen um die Ecke, aber
dafür, also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist exorbitant gut und es sieht alles ganz fantastisch aus. Also nicht nur, dass es super schmeckt, sondern es sieht eben auch geil aus. Und dann haben wir da mit dem Team mal ein, also ich gehe da gerne mittags mal hin. Ich war auch einmal schon abends da mit der Familie. Und dann waren wir mit dem Team dort, um ein Team-Event zu machen. Und das heißt Open Kitchen, weil die Küche halt offen ist. Das heißt, man kann vom Restaurant in die Küche reinschauen. Und bei diesem Team-Event konnten wir eben auch reingehen und mitkochen. Das heißt, wir waren zu neunt und drei mussten bei der Vorspeise helfen. Drei durften den Hauptgang mitmachen und drei dann beim Dessert. Und ich war bei mit der Vorspeise eingeteilt. Da haben wir eine Lachs-Tartar-Rolle, so Sushi-Rolle quasi, aber ohne Reis. Einfach nur Lachs-Tartar und dann in ein Algenblatt eingewickelt und das dann aber noch als Tempura gebacken und dann aufgeschnitten. Und es sah super aus und auch, ich glaube, ich kann mal Fotos davon teilen. Ich habe, glaube ich, auch schon mal welche geteilt. Ich verlinke mal welche in den Beitrag. Also geht auf mik.fm/ep541, also http://mik.martha-eder-konrad.fm, Friedrich Martha, / EP für Einschlafen Podcast. 541 ist die Episodennummer. Da findet ihr dann Fotos oder einen Link zu Fotos, die zu dieser Episode passen. Das wichtigste Foto ist natürlich das von gestern, wie ich gleich zum Hauptthema komme, unser Weihnachtskochen. Aber ich kann auch aus dem Open Kitchen noch ein paar Fotos hinzufügen, wie wir da gekocht haben. Ich mag das einfach. Das ist einfach toll, mit Aromen zu spielen und dann verschiedene Zubereitungsformen. Und dann wird hier was angebraten, da was gedämpft, hier was gebacken. Und ach, das ist toll. Und deswegen hat mir das auch gestern viel Spaß gemacht, diese Sendung anzuschauen. Und leider mit sehr viel Werbung durchsetzt. Also Privatfernsehen ist ja wirklich furchtbar. Wir haben das dann auf Join geguckt. Und ja, für diese Privatsender. Ich weiß wirklich nicht, welcher Privatsender das ist. Ist mir auch egal. Aber da wird einem halt ständig irgendwie Werbung reingespielt. Es sei denn, man kauft sich so einen Premium-Account und davon habe ich schon genügend. Es gab halt ständig Werbung für irgendein dusseliges Auto, wo man sich extra Schnee auf die Auffahrt chippen muss, damit man damit losfahren kann. Über eine Mutter, die ihrer Tochter, weil sie eine Panne mit ihrer Seifenkiste hat, gleich mit Pudding bewirft. Das ist total absurd, die Szene. Naja, Werbung ist einfach echt absurd, aber nun, die Sendung, also dieses The Taste hat Spaß gemacht. Ganz, ganz viele tolle Eindrücke aus so Profiküchen bekommen. Auch eine neue Idee bekommen, was ich mal machen könnte. Ich habe nämlich einen Bunsenbrenner, also so einen Küchenbunsenbrenner, den man eigentlich für Creme Brûlée braucht, um oben drauf so. Und die haben den benutzt, um Garnelen abzuflammen. Und boah, da habe ich ja Lust zu. Naja, und ganz tolle vegetarische Sachen auch. Also das ist durchaus ein Blick wert, was die da machen. Das knurrt hier schon mein Magen. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Ja, herrlich. So. Genau, und das war so unser Weihnachten bisher. Und was ich eigentlich erzählen wollte, ist, was wir denn gekocht haben. Und damit komme ich zum Hauptteil dieser Sendung. Es geht nämlich um dreierlei Curry. Und solltet ihr Veganer, Vegetarier sein und die Zubereitung von Fisch und Fleisch nicht hören wollen, dann solltet ihr euch eine andere Episode einschalten, denn ich erzähle euch jetzt, was wir gestern alles gekocht haben. Und da ist halt Garnele und Lamm und Hähnchen dabei. Ich hoffe aber, ihr könnt es alle gut anhören. Ich habe zwar auch schon mal das Feedback bekommen, ich soll nicht so viel über das Kochen sprechen, weil man dann so einen Hunger bekommt beim Einschlafen. Das ist ja auch nicht so schön. Mir gibt es aber immer so ein ganz wohliges Gefühl. Also ich habe auch gestern, als ich The Taste geguckt habe, nicht wirklich Hunger bekommen, sondern es ist so, ja, das möchte ich irgendwann auch mal kochen und dann freut man sich darauf, das irgendwann mal auszuprobieren, aber man muss ja nicht unbedingt gleich Hunger bekommen. Also, folgende Schwierigkeit, Herausforderung. Meine Frau hat eine Arbeitskollegin,
deren Mann irgendwie günstig an Lammfleisch rangekommen ist. Ich weiß gar nicht wie. Aber hochwertiges Lamm und dann halt nicht zu so exorbitanten Preisen, sondern zu moderaten Preisen. Und da haben wir dann überlegt, so, ach ja, man könnte ja mal wieder Lamm essen. Haben dann eine Lammkeule bestellt und die war dann auch da und dann sagte aber Sky, nee, Lamm mag ich überhaupt nicht. Ich möchte Hähnchen, wie immer. Und Mareile mag halt am liebsten Garnelen. So, und deswegen gab es am Heiligabend 3 verschiedene Curries. Ich habe also 3 kleine Portionen Curry gemacht. Jeweils für so 2 Personen. Hat nicht so ganz geklappt. Also wir haben gar nicht alles aufgegessen, aber es hat ganz gut geklappt. Und zwar springe ich jetzt auch so ein bisschen hin und her, so wie ich es auch zubereitet habe. Denn mache ich das? Ich glaube, das erzähle ich am Ende. Ich erzähle erstmal, welche 3 Gerichte es gegeben hat. Und ein bisschen was über die Gerichte und über das Kochbuch. Also das Kochbuch hatte ich auch schon öfter erwähnt. Das heißt 50 Great Curries of India von Kamelia Panjabi. Es ist auf Englisch, aber ich gebe es auch auf Deutsch, habe ich mittlerweile gesehen. Meins ist schon sehr alt, ausgeblichen. Es war mal grün. Das hat so DIN A4 Format ungefähr. Und der Rücken ist schon ganz ausgeblichen. Der ist schon nur noch hellblau. Und auch das Grün von der Frontseite ist schon ein bisschen weg. Ja, und es ist ein eindeutig benutztes Kochbuch. Und ich finde, Kochbücher müssen auch benutzt aussehen. Also die dürfen ruhig auch mal einen Spritzer abbekommen haben. So, das finde ich nicht so schlimm, sondern eher so, ja, man sieht, hier wurde gekocht. So, und das Buch hat, wie der Titel schon sagt, 50 Gerichte, also 50 Rezepte für Curries. Aber es gibt auch noch eine Einleitung, in der ganz viel über die Philosophie der indischen Küche beschrieben wird. Indien ist ja auch sehr groß, sind ganz viele verschiedene Regionen, wo unterschiedlich gekocht wird. Das macht halt einfach einen Unterschied, ob man in Punjabi kocht, das ist irgendwie ganz im Norden, Kaschmir ist noch nördlicher, bei Pakistan, oder ob man irgendwie in Kerala ganz im Süden oder in Bengal oder auch in Gujarat. So, und damit sind wir dann quasi schon beim ersten Curry, wenn ich denn da endlich zu kommen würde. Ich schweife aber nochmal ab, denn neben dieser Einführung gibt es nochmal eine Einführung in die verschiedenen Zutaten, also was denn eigentlich alles so für, was es für Zutaten gibt, wie man Farbe reinbekommt, wie man Säure reinbekommt, und was die ganzen Gewürze eigentlich so machen, also wie die schmecken, was sie mit dem Gericht machen und wie das alles so funktioniert. Genau, und dann gibt es nach dieser Einführung noch irgendwie ein paar weitere Hinweise und ein ganz einfaches Making a Simple Homestyle Curry. Oder auch die erste Lektion, ein Curry zu machen, was halt auch recht einfach ist. Und ganz am Ende des Buches gibt es noch ein paar Hinweise, was man noch dazu reichen kann. Dal, also Linsen, verschiedene Arten Kartoffeln zuzubereiten. Verschiedene Brotsorten werden erklärt. Also was ist eigentlich Chapati und was ist eigentlich Pures und was ist denn eigentlich Papadam und sowas alles. Kann man auch nochmal lernen, sogar wie man das selber zubereitet, also wie man so einen Teig macht und wie man damit umgeht. Ja, wir essen meistens Papadams, das sind diese ganz flachen Brote, also die sind so ganz flach und die legt man dann in die Pfanne, sodass sie kurz ein bisschen aufpoppen. Ja. Genau. Oh, es gibt auch noch Rezepte für Relishes, sehe ich hier gerade. Sliced Onion Kachumba. Ah nee, das sind Salate. Ja. Mango Chutney bräuchte ich nochmal ein Rezept. Das kaufe ich immer nur. Gibt es hier noch ein Mango Chutney Rezept? Bestimmt. Ich finde es gerade aber nicht. Ich weiß es nicht. Ich nehme an, es gibt noch ein Mango-Chutney-Rezept, aber ich kann es euch gerade nicht sagen. Reis,
ein extra Kapitel über Reis. Nee, kein Mango-Chutney. Egal. Also, kommen jetzt endlich zu den Curries. Das erste Curry, oder Curry Nummer 1, Prawns in Sweet and Hot Curry. Das ist ein persisches Rezept eigentlich, denn es sind sehr viele Menschen aus Persien, also heute Iran, nach Indien gezogen. Schon vor vielen hundert Jahren, hier steht vor 1300 Jahren, haben sich die ersten Perser an der Küste von Gujarat, also ganz im Westen, angesiedelt und dann natürlich auch Rezepte mitgebracht, Essenskultur mitgebracht. Und da gibt es eine Rezeptart, die heißt Patia oder Peisha. Und das Besondere an Patia ist ein Curry, wo süß, scharf und sauer sich gut ausbalancieren. Und ja, das ist ein Rezept dafür für Garnelen. Ich finde, das passt auch sehr, sehr gut zu Garnelen. Da gehören halt Garnelen rein. Die Säure kommt von Tamarind. Tamarind ist eine Rinde, glaube ich. Ne? Ich weiß gar nicht genau. Das könnte ich jetzt auch vorne nachgucken, was es denn eigentlich ist. Souring Agents, Tamarind. The most popular souring agent in southern India is Tamarind. Das ist eine Frucht, die wächst an an großen graceful Bäumen. Und ja, dann nimmt man die Samen raus und trocknet das. So, und die Frucht wird dann eben in Wasser aufgeweicht, bevor man es verwendet. Genau, man macht so ein Tamarindwasser. Dann gehören da grüne Chilis rein, also diese kleinen grünen fiesen Dinger. Und Knoblauch und Kumin-Seeds, das ist Kreuzkümmel. Öl zum Braten, große Zwiebeln. Und dann kommen die Gewürze. Ich kann auch mal die Mengenangaben sagen. Ne? Also für zwei Portionen braucht man 225 Gramm Garnelen, 1,5 Teelöffel Tamarind, also das noch nicht aufgelöste, 5 grüne Chilis, 3 Plump, also große Knoblauchzehen, 1 Teelöffel Kreuzkümmelsamen, also nicht zermahlen, Vierteltasse Öl, 2 große Zwiebeln, fein gehackt, 1/2 Teelöffel Kuminpowder, also gemahlener Kreuzkümmel, 3/4 Teelöffel Korianderpowder, also gemahlene Koriandersamen, 3/4 Teelöffel Red Chili Powder, muss ich nicht übersetzen, roter Chili gemahlen, 1 Teelöffel Garam Masala Powder. Oh, jetzt muss ich schon wieder abschalten. Garam Masala ist eine Gewürzmischung. Eine Curry-Gewürzmischung. Die kann man auch selbst machen. Und es steht sogar in diesem Buch drin, wie das geht. Auf Seite 38. Making your own Garam Masala. Man braucht dafür Zimt. Also das Rezept, was hier steht, ist 6 Gramm Zimt. Das ist relativ viel, weil Zimt so leicht ist. 6 Gramm Nelken, 6 Gramm Pfeffer und einen schwarzen Kardamom. Kardamom sind ja diese kleinen grünen Dinger. Und es gibt die aber auch in größer und schwarz. Das ist dann eben schwarzer Kardamom. 2 Gramm. So, das hier geht dann so, dass man das erst in einer Pfanne erhitzt, also ohne Öl, und dann ganz fein mahlt. Am besten mit so einer Moulinette oder so. Kann man natürlich auch am Mörser machen, aber da ist man eine ganze Weile dabei. Also das ist das Grundrezept. Man kann da natürlich noch weitere Dinge hinzutun zu dem Garam Masala. Hier wird gesprochen von, was sagt sie? Fenchel, Fenchelsamen und Zimtblatt, also Cinnamon Leaf. Tut sie noch dazu. Ja, genau, das ist Garam Masala. Ich habe das mal selber gemacht. Das ist sehr aufwendig irgendwie und war auch gut, war aber nicht besser als einfach das Garam Masala Pulver, was man irgendwie im Asialaden kaufen kann.
Ja, wo kann man das überhaupt kaufen? Also ich kaufe meine Gewürze immer im Asialaden. In Buchholz gibt es Hoang, ein sehr, sehr guter Asialaden, direkt beim Rathaus, also direkt neben dem Jugendzentrum in Buchholz in der Nordheide. Total nette Leute, super zuvorkommt und eine extrem gute Auswahl. Also sehr kleiner Laden, aber es ist alles da, was man irgendwie braucht für indische Küche, asiatische Küche im Allgemeinen. Also auch wenn man Sushi machen möchte, findet man da alles oder was auch immer. In Hamburg gibt es Metappe bzw. Matabi in der langen Reihe, ganz vorne links. Das erste Restaurant und dann ist da, früher hießen die Matabi, heute steht da Metapp dran. Ich glaube, es sind einfach unterschiedliche Schreibweisen für eine Stadt in Indien, wenn ich richtig informiert bin. Und ich liebe Matabi. Matabi, das war für mich quasi die Einführung in indisches Kochen. Also, ein Kumpel von mir hat einen Vater, der halb indisch ist. Bei dem habe ich indische Küche kennengelernt. Er hat halt sehr gerne gekocht und hat uns dann eingeladen und also als ich 16 war, habe ich das erstmal bei denen gegessen und das war toll. Und dann hat er gesagt, wenn du auch indisch kochen willst, kauf dir einfach nur dieses Buch, 50 Great Curries of India, das reicht. Und geh zu Matavi und ja, so habe ich indisch kochen gelernt. Und da kann man einfach Garam Masala kaufen. Genau, davon kommt ein Teelöffel ran, ein halber Teelöffel Turmeric Powder. Das ist, wie heißt denn das, dieses ganz gelbe Turmeric, wie heißt denn das auf Deutsch? Kurkuma. Ja, genau. Gemahlener Kurkuma. Zwei mittlere Tomaten fein gehackt. Ein Teelöffel Jaggery. Jaggery ist ein Palmzucker, also sehr süß. Eine Art Zucker aus irgendeiner Palme gewonnen. Ich weiß gar nicht genau, wo Jaggery herkommt. Könnte ich jetzt auch nachgucken. Mache ich jetzt nicht. 10 Curry Leaves. Ja, es gibt, wenn man in Deutschland von Curry spricht, dann meint man ja meistens dieses eine Gewürzmischung. Also zum Beispiel Garam Masala ist eine Curry-Gewürzmischung. Das, was man in Deutschland als Curry bekommt, ist aber meistens nicht Garam Masala, sondern ich weiß gar nicht genau, was da noch mit drin ist. Ist meistens ja auch ein bisschen scharf. Also Chilis mit drin. Das ist in Garam Masala eigentlich nicht der Fall. Und das hat aber nichts mit einer Pflanze zu tun, die Curry heißt. Es gibt aber eine Pflanze, wo die Blätter Curry Leaves heißen. Ich weiß nicht genau, wie die Pflanze heißt. Wahrscheinlich Curry Strauch oder so. Die werden getrocknet, dann eben auch in Curries geworfen. Wahrscheinlich heißen die so deshalb Curry Leaves, weil sie dann eben in Curries benutzt werden. Und das ist anders als Bay Leaves, also Lorbeerblatt. Die sind ja stark würzend und die nimmt man dann aber raus, bevor man das isst. Die Curry Leaves kann man mitessen. Das sind die sind auch kleiner und nicht so dick wie so ein Lorbeerblatt. Die sind auch in etlichen Rezepten mit drin. Viertel Tasse Koriander Leaves, also frischer Koriander und Salz. Genau, das ist das erste Rezept, was wir gekocht haben. Interessanterweise mache ich jetzt von hinten. Also ich in dem Buch kommt das hier als letztes vor. Als vorletztes kommt, also die Reihenfolge im Buch ist erst Lamm, dann Hühnchen, dann Fisch, dann vegetarisch. Kommen wir jetzt also zum Hühnchen, weil wir von hinten nach vorne arbeiten. Das ist mein absolutes Lieblings-Curry-Rezept. Das heißt Chicken and Cashew Nuts in Black Spices. Das kommt aus Bombay. Und ist es das mit dem Buna-Prozess? Heißt es Buna? Ich glaube ja. Das steht hier gar nicht. Also in jedem Rezept steht am Anfang noch, also oben der Titel, darunter, wo das herkommt und wie es dort eigentlich heißt. Und dann kommt ein Absatz, warum das so ist, wie es ist, also warum es auch schwarz heißt. Und das ist eine besondere Art von Garam Masala steht hier, wie die Konsistenz am Ende sein soll und wo die Autorin das Rezept her hat. Genau, das ist ein Rezept hier für 4 Personen, 1 Kilo Hühnchen. 100 Gramm Grated Coconut, also Kokosraspel.
Dann stehen da 12 Knoblauchzehen, 12 große Knoblauchzehen. Ich habe das durchgestrichen und 8 hingeschrieben, weil das reicht. Das ist sonst, ja, das ist halt mit sehr viel Knoblauch, aber es reicht auch sehr viel und nicht extrem viel. Da braucht man frischen Ingwer, 2,5 mal 1 Zentimeter Stück, klein gehackt. Man braucht 2,5 Teelöffel Koriandersamen, 1,5 Teelöffel Kreuzkümmelsamen, 6 Whole Dried Red Chilies, also diese kleinen getrockneten roten Chilies, davon 6 Stück, da reichen auch 4. Sonst ist es einfach sehr, sehr scharf, aber man kann ja auch sehr, sehr scharf essen. 6 Nelken, Zimtstange, also so ein 7,5 Zentimeter Stück Zimtstange finde ich eine interessante Angabe, weil Zimtstange ja auch sehr unterschiedlich dick sein kann. Also ich habe schon sehr dünne Zimtstangen und sehr dicke Zimtstangen gesehen. Hier wird nur auf die Länge eingegangen. Ich hätte es besser gefunden, eine Grammangabe zu haben. Da machen wir 225 Gramm Cashewnüsse, eine große Zwiebel, klein gehackt, 5 Teelöffel Öl und Salz. Das sind die Zutaten für das Hähnchencurry. Und dann kommt noch die Zutaten für das Lammcurry. Das Rezept heißt Lamb Curry with Stir-Fried Spice. Ach nee, das ist der Buna-Prozess, genau. Wenn man Gewürze frittiert sozusagen. Buna Gosht aus Delhi. Der Buna-Prozess bedeutet, dass man Gewürze in Öl frittiert. Und das ist ein wichtiger Teil dieses Rezepts. Und das dauert ungefähr 20 Minuten, das Öl richtig, die Gewürze richtig zu frittieren. So. Genau. Sehr aromatisch und ich kann euch bestätigen, dass das sehr lecker ist. Also, was braucht's da? Dieses Rezept ist für 6 Personen. Das heißt, ich habe das gestern halbiert. Das Hähnchen hatte ich auch halbiert, also das Rezept. Im Endeffekt hatten wir also Curries für 6 Personen. 6,5. Nee, 7. Das hier habe ich halbiert, also 3. Ja. Eigentlich hatten wir Curries für 7 Personen und wir waren zu viert. Gut, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, weiß ich jetzt auch, warum was übergeblieben ist und warum wir alle sehr voll gefressen waren. Egal. Also, Lammcurry braucht 1/3 Tasse Öl, 3 Zimt- oder Lorbeerblätter, 1 schwarze Kardamom. Die habe ich vergessen. Warum habe ich die schwarze Kardamom gestern vergessen? Oder habe ich die drin gehabt? Ich habe extra noch schwarzen Kardamom gekauft. Die braucht man sehr selten, schwarzen Kardamom. Entweder macht man sich Garam Masala draus oder es gibt halt ein paar Rezepte, wo man dann eine braucht. Und wenn man sich schwarzen Kardamom kauft, dann kauft man meistens so eine Tüte mit irgendwie 3, mit irgendwie, weiß nicht, 20 Stück drin oder so. Deswegen kriege ich die meistens nicht aufgegessen, bevor sie dann einfach nicht mehr lecker sind. Habe ich extra welche gekauft und nicht benutzt. Also muss ich es nochmal kochen mit schwarzen. Vielleicht hat deswegen das Lamm gestern. Also das ist mir nicht so besonders gut gelungen, muss ich gestern sagen. Also es war lecker, aber es war nicht das, was ich gedacht hatte. Gut, ein 8 cm Zimtstange, 10 Pfefferkörner, 6 Nelken, 300 Gramm Zwiebeln, sehr fein gehackt, 25 Gramm frischen Ingwer püriert, 20 Gramm Knoblauch, sehr fein gehackt, 8 Gramm frische grüne Chilis gehackt, 1 Kilo Lamm, Honor of the Bone steht hier, 250 Gramm Lammknochen, wenn man Lamm ohne Knochen hat, braucht man noch extra Knochen, das habe ich weggelassen, ich finde immer Knochen mit Kochen, ja klar, das muss man natürlich machen für den Geschmack und für die Brühe, geht aber auch ohne. So, 1/2 Teelöffel Kurkuma, gemahlener Turmeric Powder, 1,5 Teelöffel gemahlener Koriandersamen, 1 Teelöffel rote Chili gemahlen, 1 Teelöffel Garam Masala, 250 Gramm Tomaten, 1/3 Tasse Full Fat Joghurt, also einfach ein Joghurt, und 1 Teelöffel
Chopped Coriander Leaves to Garnish, also zum Garnieren noch ein bisschen Koriander drauf. Machen wir sowieso immer. Ja, genau, das waren so die Rezepte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich kriege jetzt doch schon wieder Hunger. Aber es gibt ja nachher Mittagessen bei den Schwiegereltern. Muss ich mich noch ein bisschen zusammenreißen. Ja, wie macht man jetzt 3 Curries? Und das war wirklich interessant. Also Mareile hilft mir sehr gern beim Curries kochen. Und das ist gut, denn naja, also sonst würde meine Frau mir helfen. Zu zweit sind wir in der Küche ganz gut aufgestellt. Zu dritt ist das schon zu voll. Mareile hat Spaß dran und das ist gut und das brauche ich auch. Trotzdem, wenn man 3 Gerichte machen will, erstmal braucht man viele Pfannen und Töpfe und einen guten Ablauf. Also so ein bisschen so wie in so einer richtigen Restaurantküche. Haben uns gestern überlegt, wann machen wir eigentlich was? Was müssen wir als erstes tun? Was sollten wir als letztes tun? Und ein bisschen improvisiert haben wir durchaus, aber es hat alles sehr gut geklappt. Am Ende waren alle Curries gleichzeitig fertig. Der Reis auf den Punkt und dann konnte Sky den Mangolassi machen. Oh, das erzähle ich euch nachher noch, wie man guten Mangolassi macht. Und ja, es hat funktioniert. So, und der Plan war, für das Hähnchencurry muss man die Gewürze rösten, also ohne Fett in der Pfanne rösten und dann abkühlen lassen. Also das dauert ein bisschen länger. Und deswegen haben wir damit angefangen. Nein, stimmt gar nicht. Angefangen habe ich damit für das Garnelencurry die Tamarind aufzulösen. Also 1,5 Teelöffel Tamarind einfach in ein Glas Wasser. Halbe Tasse Wasser. Also nicht volles Glas Wasser, sondern so ein Drittel Glas. Je nachdem, wie groß das Glas ist. Also wie viel Milliliter mögen das sein? Vielleicht 75 Milliliter, keine Ahnung. Und das stellt man einfach rein. Mindestens eine halbe Stunde muss das auflösen, immer mal rühren, damit sich das Tamarind gut auflöst und man so ein säuerliches Wasser hat. Dann haben wir fürs Hähnchencurry den Schritt 2 gemacht, und zwar in einer großen Pfanne ohne Fett oder Öl die Kokosraspel, den Knoblauch, den Ingwer, Koriandersamen, Kreuzkümmelsamen, rote Chilis, Nelken und Zimt einfach über niedriger Hitze 5 Minuten lang rösten. Dann kann man 50 Gramm Cashewnüsse dazu werfen und Zwiebel und noch weiter 10 Minuten rösten. Immer rühren, damit das nicht anbrennt. Und dann wegstellen, dass es sich abkühlen kann. Wenn es dann nämlich abgekühlt ist, muss man es mixen, also in Food Processor, in so einen Mixer reinschmeißen und fein mahlen zu so einer Paste. Und da muss man dann ein bisschen Wasser dazu tun. Ich tue meistens ein bisschen Kokosmilch dazu, lieber als Wasser, weil das dann nochmal ein bisschen den Kokosgeschmack hervorhebt. Aber so angeröstete Kokosnuss, das ist ziemlich, ziemlich lecker. Kokosraspel anrösten. Ja, und Schritt 3 habe ich dann auch gleich noch gemacht. 25 Gramm von den Cashewnüssen mit ein ganz bisschen Wasser. Ich habe gestern viel zu viel genommen. In einem Mörser klein mahlen. Dann hat man auch so eine Cashewnuss-Paste. Ja, das war der erste Streich für das Hähnchencurry. Das muss dann ja abkühlen und die Cashewnuss-Paste auch ein bisschen einweichen. Dann kann man zu Schritt 2 gehen und das war das Garnelencurry. Da kann man nämlich die Soße gut vorbereiten. Die Garnelen brauchen ja nicht sehr lange, um gar zu werden. Die müssen ja auch nur kurz durchziehen. Die sollen ja auch schön knackig sein. Die wirft man also ganz, also 10 Minuten bevor dem Essen wirft man erst die Garnelen rein und kocht die quasi eben durch. Aber die Soße kann man gut vorbereiten. So, und das geht so, man nimmt dann noch die, also man hat ja schon das Tamarindwasser vorbereitet, die grünen Chilis, die Knoblauchzehen und Kumin, Kreuzkümmelsamen, die tut man in Mörser und macht dann eine Paste draus. Dann erhitzt man Öl im Topf und
gebe die Zwiebeln zu und macht halt irgendwie, also Zwiebeln anbraten. Und dann kommt die Paste dazu. Also wenn die Zwiebeln dann so schön glasig sind, kommt diese Chili-Knoblauch-Kuminpaste dazu, die man vorher gemacht hat, und brät sie für 2 Minuten an. Und dann steht da, und dann kommt die Chopped Garlic Paste dazu, aber die ist ja schon drin. Also man hat ja nur eine Paste. Da ist das Rezept sehr verwirrend, aber es macht nichts. Genau, wenn man dann die Zwiebeln mit der Paste irgendwie schön angebraten hat, kommen die Gewürze mit rein. Also die ganzen gemahlenen Gewürze, Kreuzkümmel, Koriander, Chili, Garam Masala und Kurkuma. Das muss dann noch für 1 Minute angebraten werden. Und dann kommen die Tomaten dazu. So, und dann hast du da schon mal ein schönes Süßchen. Und da muss man dann abschmecken. Also da kommt dann nach 5 Minuten, wenn es eingekocht ist, ein bisschen, also die Hälfte von dem Tamarindwasser und Jaggery, also das Süße, und die Blätter, also Curry Leaves, ein bisschen Salz. Und dann kommt halt das Abschmecken. Da muss man gucken, dass man diese Balance hinbekommt aus scharf und sauer und süß. Ja, wenn das dann fertig ist, kann man das beiseite stellen. Vielleicht noch ein bisschen einkochen lassen. Wir hatten da gestern sehr, sehr wenig. Also es war eine ganz, ganz wenig dicke Soße. Da kann man ein bisschen Wasser dazu tun. Ach so, steht hier auch 3/4 Tasse Wasser. Aber ja, je nachdem, wie dünn man das haben möchte. Eigentlich soll es ein bisschen dicker sein, das Curry, aber man kann es auch ein bisschen dünnere Soße machen. Ist dann auch leichter abzuschmecken. Ja, genau, dann war das vorbereitet. Und dann haben wir mit dem Lammcurry angefangen. Das braucht zwar viel Zeit, aber es kommt relativ früh auch das Lamm dazu. Das heißt, wenn das dann irgendwie fertig ist, dann sollten die anderen Curries auch fertig sein. Deswegen haben wir das dann gemacht. Da tut man dann sehr viel Öl in einen Topf und mit dem Lorbeerblatt, Kardamom und Zimtstange. Und wenn das dann irgendwie anfängt zu brutzeln, kommen noch Pfefferkörner und Nelken dazu. Und nach einer Minute die Zwiebeln, und die werden dann schön angebraten. Viertelstunde, bis das dann irgendwie, bis die Zwiebeln schön glasig sind und ein bisschen Farbe bekommen. Also erst die weiße Farbe verlieren und dann vielleicht so ein bisschen Farbe bekommen. So, und dann kommen Ingwer, Knoblauch, grüne Chilis und das Lamm dazu. Teelöffel Salz. Was wird dann? Das ist auch mal interessant. Stir fry over a low heat for 20 minutes. Also anbraten über niedriger Hitze. Ich mache dann immer, also damit es dann angebraten ist und damit das Fleisch auch so ein bisschen Röstaromen bekommt, mache ich die jetzt ein bisschen höher. Aber darf natürlich nicht zu hoch sein, damit es nicht, damit die Gewürze auch nicht anbrennen. Ja, da muss man relativ viel rühren, damit es nicht anbrennt. Wenn es zu trocken wird, wenn es zu doll ansetzt, dann muss man ein bisschen Wasser dazu tun. Ja, und dann nach 20 Minuten kommen die gemahlenen Gewürze dazu. Kurkuma, Koriander, rote Chili und Garam Masala. Das wird dann auch nochmal 5 Minuten mitgebraten, und dann kommen die pürierten Tomaten. Ja, da kann man auch einfach Passata nehmen. Tomatenpassata wird dann auch 5 Minuten eingekocht. Dann bekommt ein bisschen Wasser dazu, Viertelstunde durchgekocht, und dann kommt der Joghurt dazu. Das gibt dem Ganzen dann so ein bisschen Cremigkeit. Vorher ist es komplett rot, also es sieht aus wie Tomatensauce, und mit dem Joghurt wird es dann halt so ein bisschen cremiger. Genau, und das lässt man dann einfach kochen auf niedriger Hitze, bis das Lamm schön durch und zart ist. Dann ist das schon mal fertig. Während das dann also köchelt, kann man mit dem Hähnchen weitermachen. Da haben wir die Paste zubereitet und abkühlen lassen. Also erstmal, sie wird übrigens erst abkühlen lassen und dann durchgemixt mit dem Mixer. Genau, und diese gemahlene Mischung wird dann in Öl angebraten. Also Öl in Kochtopf, die Paste dazu, und dann 10 Minuten lang die Paste
braten quasi, also und über niedriger Hitze, aber so, dass es schön irgendwie nochmal Aromen. Und das ist also, spätestens dann riecht eure Küche fantastisch. Also die riecht vorher schon gut, weil das andere auch alles riecht, aber das hier, das ist mein Lieblingsmoment, wenn du Öl in der Pfanne hast und dann diese Mischung aus Kokosnuss, Knoblauch, Ingwer, Koriander, Chilis, Nelken, also und Zimtstange, wenn das dann frittiert wird, da geht mir immer das Herz auf, das ist super lecker. Ja, genau. Dann kommt noch, also nach 10 Minuten kommen die, ihr hattet ja noch extra 25 Gramm Cashewnüsse gemahlen und zu so einer mit Wasser zu so einer Paste gemacht. Das kommt dazu, wird auch nochmal 2-3 Minuten angeröstet und dann kommt das Hähnchen rein. Da kommt ein bisschen mehr Hitze für 5 Minuten, bevor dann Wasser dazu kommt und dann das Hähnchen quasi gekocht wird. Also erst ein bisschen anrösten und dann 10 Minuten kochen. Und dann nach 10 Minuten kann man die restlichen Cashewnüsse, also ganz dazu tun, dass man nochmal ganze Nüsse drin hat. Also die Cashewnüsse werden auf 3 verschiedene Arten hier reingetan. Einmal in der Gewürzpaste quasi mit angeröstet und aus dem Mixer. Dann hat man nochmal die extra Cashewpaste mit Wasser irgendwie, die dann später dazu kommt. Und am Ende nochmal ganze Cashewnüsse. Die haben wir gestern weggelassen, weil Sky gar nicht so gerne ganze Cashewnüsse im Essen hat, dass irgendwie das ganze Gericht quasi aus Cashewnüssen besteht. War dann nicht so schlimm. Ja. Genau. Und das wird dann gekocht, bis das Hühnchen fertig ist. Und bis das eine richtig dicke Textur hat. Ich hatte gestern ein bisschen viel Wasser drin. Man lässt es dann einfach offen köcheln, bis dann die gewünschte Sämigkeit erstellt worden ist. Ja, und dann als letztes kommt das erste Curry wieder und da tut man dann die Garnelen mit rein, erhöht die Hitze, dass dann die Garnelen schön durch sind und noch schön knackig sind und dann sind 3 Curries fertig. Was dann noch fehlt, ist der Reis. Wir machen immer Basmati-Reis. Der ist am einfachsten. Da nimmt man einfach eine Tasse Reis. Den kann man waschen. Sollte man vielleicht auch waschen. Wir braten den immer an. Also der wird angeröstet. Also auch Öl in den Topf. Basmati-Reis rein. Anrösten. Dann mit 1,5-facher Menge Wasser ablöschen. Und in dem Wasser ist dann, also bei der ersten Tasse, also ich nehme eine Tasse mit dem Reis, tu den Reis ins Öl, nehme die Tasse, fülle sie mit Wasser, mach dann irgendwie einen knappen Teelöffel Salz, einen knappen Teelöffel Brühe mit ins Wasser. Wenn der Reis dann angebraten ist, quasi, also ein bisschen angeröstet, lösche ich das damit ab, tu nochmal die Hälfte, eine halbe Tasse Wasser rein, damit löse ich dann ja auch den Rest vom Salz und der Brühe, was dann vielleicht nicht mit rausgekommen ist, kipp das noch mit rein, lass es einmal aufkochen, geh dann mit der Hitze runter, also auf ein Drittel oder so, lass es noch ein bisschen vor sich hin brodeln und geh dann runter auf ganz niedrig, dass es dann wirklich nur noch vor sich hin ziehen kann, rühr regelmäßig um, dass das Wasser gut verteilt ist und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten hat man einen erstklassigen Basmati-Reis. Das ist also, weiß ich nicht, Reiskochen ist für mich sehr, sehr, geht mir sehr gut von der Hand. Man kann das natürlich auch im Reiskocher machen, aber da habe ich einfach keinen Grund für. Brauche ich nicht noch ein Gerät, ich brauche einfach nur einen Topf für Reis. Ja, und dann schulde ich euch noch das Rezept für den Mango Lassi. Das ist nämlich auch sehr einfach. Man kauft auch im Asialaden einfach eine Dose Mango Pulp. Also das ist so eine Mango, was heißt denn Pulp auf Deutsch? So eine Masse. Also pürierte Mango ohne irgendwelche Zusätze, also nicht gezuckert oder so. Kann natürlich auch frische Mango nehmen und die pürieren. Aber Mango Pulp aus der Dose ist einfach perfekt dafür. Nimmt, weiß ich nicht, zu gleichen Teilen Mango Pulp, also, weiß ich nicht,
So, 400 Gramm Mangopulp, 400 Gramm Joghurt. Und zwar einfach nur ganz normaler Full Fat, so 3,5% Joghurt. Also nicht unbedingt fettarm Joghurt nehmen oder so, sondern da muss schon Geschmack drin sein. Tut das in Mixer zusammen mit einem guten Schuss, also 2, 3 Esslöffel Kevra-Wasser gibt es auch bei Matabi oder im Asialaden. Wenn man das nicht findet, kann man auch Rosenwasser nehmen. Also nicht das Wasser von der Rose, sondern das heißt Rosenwasser, weil es halt so aromatisiertes Wasser ist. Nicht aus eurer Vase das Wasser nehmen. Und dann ein wenig Zucker vielleicht, wenn man das besonders süß mag, aber braucht man gar nicht, weil die Mango eigentlich süß genug ist, also auch die ungesüßte. Und Eiswürfel. Und das packt man in den Mixer, drückt einmal drauf, dass es irgendwie das Eis, die Eiswürfel ein bisschen verkleinert sind. Fertig ist der Mangolassi. Das schmeckt fantastisch. Also aufwendigere Rezepte braucht man eigentlich nicht. Genau, dazu haben wir Papadums. Die kriegt man auch im Asiamarkt in so einer flachen Plastikpackung, wo dann so 10 Stück drin sind. Wir essen die total gerne mit Kreuzkümmel. Gibt es aber auch ohne Kreuzkümmel oder in verschiedenen anderen Variationen. Da nimmt man eine Pfanne ohne Fett, macht die heiß, legt die rein, bis sie quasi ein bisschen aufploppen. Die Ränder muss man manchmal ein bisschen runterdrücken. Das heißt, ein ganz harter Rohling sozusagen. Und wenn der dann sich aufwellt, dann muss man zusehen, dass alle Bereiche des Papadams Kontakt mit der heißen Pfanne hatten und dann ist das schön aufgeknuspert. Kann man auch, also die kann man auch sehr gut vorbereiten. Die müssen nicht heiß sein, wenn man sie isst, sondern das ist dann einfach quasi nochmal so eine Beilage. Ein bisschen was Reis mit Soße drauf schaufeln kann. Lecker, lecker, lecker. Jo. Hätte ich nicht gedacht, dass ich 50 Minuten brauche, um diese Rezepte vorzustellen. Allerdings habe ich auch gestern 6 Stunden gebraucht, um diese Gerichte in der Küche zuzubereiten. Also wir haben gestern früh gefrühstückt um 9:30 oder 10 vielleicht und sind direkt danach in die Küche. Erst hat meine Frau die Nachtische für heute zubereitet. Eine Mousse au Chocolat gibt es jedes Jahr zu ihr, von ihr zu Weihnachten für das große Festessen bei Schwiegereltern. Und noch ein Kokosgrieß-Pudding mit Himbeeren hat sie gemacht. Und direkt danach sind Marianne und ich in die Küche und haben gekocht. Und das waren 6 Stunden. Das war eine ordentliche Arbeit. Tja, natürlich braucht man dann auch ein bisschen länger, um das zu beschreiben, was man alles lecker gekocht hat. Aber es hat sich gelohnt. Es war ein sehr gutes Essen. Das Hähnchencurry ist einfach mein absolutes Lieblingscurry, einfach weil die Gewürze, ach, das macht einfach Spaß, das zu kochen. Es riecht ganz lecker und der Geschmack, das ist für mich ein absolutes Highlight. Das Garnelencurry war, da haben wir nicht gut abgeschmeckt. Es war vor allem scharf und zu wenig sauer und ein bisschen zu wenig süß. Also da hätten wir uns beim Abschmecken ein bisschen mehr Mühe geben müssen, damit das wirklich gut ausbalanciert ist. So war es halt im Wesentlichen scharf. Es war jetzt nicht schlecht. Aber ich glaube, wir sind dem Rezept nicht ganz gerecht geworden. Macht nichts. Also es war natürlich trotzdem sehr lecker. Einfach ein scharfes Garnelencurry, nicht so viel Säure. Geht auch. Man kann ja noch nach dem eigenen Geschmack ausbalancieren. Wenn ich mich auf das Garnelencurry hätte konzentrieren können, dann wäre es ein bisschen anders geworden. Aber macht nichts. Und das Lammcurry, ja, wahrscheinlich habe ich da am wenigsten Konzentration drauf gehabt. Es war gut, das Lamm war sehr lecker. Es war auch wirklich hochwertiges Fleisch. Und insgesamt hat es auch funktioniert. Aber von den dreien war es gestern das Schwächste, obwohl es trotzdem noch sehr lecker war. Naja. Ich muss jetzt aber auch nicht wie bei The Taste irgendwen rauswerfen. Wenn, dann müsste ich mich selber rauswerfen, denn beim Lammcurry hatte ich quasi den Hut auf. Beim Garnelencurry hatte Mareile den Hut auf. Deswegen, und die hat auch super geschmeckt. Insofern haben wir auch alles richtig gemacht. Für das Hähnchencurry hätte ich mir glatt einen goldenen Stern an die Schürze packen können. Wir hatten aber gar keine Schürzen an.
Insofern alles gut. Wir haben Weihnachten wunderbar überstanden. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch gut gegessen. Andere Leute essen ja immer Kartoffelsalat mit Würstchen zu Weihnachten. Das ist bei uns nicht unbedingt der Fall. Gut. Ja, dann bin ich mal fertig. Und lese euch noch ein bisschen Rilke vor, ne? Wir sind in der vollständigen Ausgabe, sämtliche Gedichte in einem Band, auf Position 1878, 27%. So lohntest du dich, denn von jedem anderen warst du zu weit, auch jetzt noch. Keiner hätte ausdenken können, welcher Lohn dir wohltut. Du wusstest es, du saßest auf im Kindbett und vor dir stand ein Spiegel, der dir alles ganz wiedergab. Nun war das alles du und ganz davor und drin war nur Täuschung, die schöne Täuschung jeder Frau, die gern Schmuck umnimmt und das Haar kämmt und verändert. So starbst du, wie die Frauen früher starben, altmodisch starbst du in dem warmen Hause, den Tod in Wöchnerinnen, welche wieder sich schließen wollen und es nicht mehr können, weil jenes Dunkel, das sie mitgebaren, noch einmal wiederkommt und drängt und eintritt. Das ist aber düster. Naja, ist ein Requiem, was will man erwarten. So, dann kommen wir zu Herrn Goethe. Johann Wolfgang von ist immer noch in Venedig. Und wir sind am 8. Oktober angekommen von seiner italienischen Reise. Augen zu und zugehört. In dem Hause Farsetti ist eine kostbare Sammlung von Abgüssen der besten Antiken. Ich schweige von denen, die ich von Mannheim her und sonst schon gekannt und erwähne nur neuere Bekanntschaften. Eine Kleopatra in kolossaler Ruhe, die Aspis um den Arm geschlungen und in den Tod hinüberschlafend, ferner die Mutter Niobe, die ihre jüngste Tochter mit dem Mantel vor den Pfeilen des Apollo deckt, sodann einige Gladiatoren, ein in seinen Flügeln ruhender Genius, sitzende und stehende Philosophen. Es sind Werke, an denen sich die Welt Jahrtausende freuen und bilden kann, ohne den Wert des Künstlers durch Gedanken zu erschöpfen. Viele bedeutende Büsten versetzen mich in die alten herrlichen Zeiten, nur fühle ich leider, wie weit ich in diesen Kenntnissen zurück bin. Doch es wird vorwärts gehen. Wenigstens weiß ich den Weg. Palladio hat mir ihn auch dazu und zu aller Kunst des Lebens und Leben geöffnet. Es klingt das vielleicht ein wenig wunderlich, aber doch nicht so paradox, als wenn Jakob Böhme bei Erblickung einer zinnernen Schüssel durch Einstrahlung Jovis über das Universum erleuchtet wurde. Auch steht in dieser Sammlung ein Stück des Gebälks vom Tempel des Antonins und der Faustina in Rom. Die vorspringende Gegenwart dieses herrlichen Architekturgebildes erinnerte mich an das Kapitel des Pantheon in Mannheim. Das ist freilich etwas anderes als unsere kauzenden, auf Kragsteinlein übereinander geschichteten Heiligen der gotischen Zierweisen, etwas anderes als unsere Tabakspfeifensäulen, spitze Türmlein und Blumenzacken, diese bin ich nun, Gott sei Dank, auf ewig los. Noch will ich einige Werke der Bildhauerkunst erwähnen, die ich dieser Tage her zwar nur im Vorbeigehen, aber doch mit Erstaunen und Erbauung betrachtet. Zwei ungeheure Löwen von weißem Marmor vor dem Tore des Arsenals. Der eine sitzt aufgerichtet auf den Vorderpfoten gestemmt, der andere liegt, herrliche Gegenbilder von lebendiger Mannigfaltigkeit. Sie sind so groß, dass sie alles umher klein machen und dass man selbst zunichte würde, wenn erhabene Gegenstände uns nicht erhüben. Sie sollen aus der besten griechischen Zeit und vom Piräus in den glänzenden Tagen der Republik hierher gebracht sein. Aus Athen mögen gleichfalls ein paar Bassreliefe stammen in dem Tempel der heiligen Justina, der Türkenbesiegerin, eingemauert
aber leider durch Kirchstühle einigermaßen verfinstert. Der Künstler machte mich aufmerksam darauf, weil die Sage gehe, dass Tizian seine unendlich schönen Engel im Bilde die Ermordung des heiligen Petrus Martyr vorstellend danach geformt habe. Es sind Genien, welche sich mit Attributen der Götter schleppen, freilich so schön, dass es allen Begriff übersteigt. So dann betrachtete ich mit ganz eigenem Gefühl die nackte kolossale Statue des Marcus Agrippa in dem Hofe eines Palastes. Ein sich ihm zur Seite heraufschlängelnder Delfin deutet auf einen Seehelden. Wie doch eine solche heroische Darstellung den reinen Menschen Göttern ähnlich macht. Die Pferde auf der Markuskirche besah ich in der Nähe. Von unten hinauf bemerkt man leicht, dass sie fleckig sind, teils einen schönen gelben Metallglanz haben, teils kupfergrünlich angelaufen. In der Nähe sieht und erfährt man, dass sie ganz vergoldet waren und sieht sie über und über mit Striemen bedeckt, da die Barbaren das Gold nicht abfeilen, sondern abhauen wollten. Auch das ist gut, so blieb wenigstens die Gestalt. Ein herrlicher Zugpferde. Ich möchte einen rechten Pferdekenner darüber reden hören. Was mir sonderbar scheint, ist, dass sie in der Nähe schwer und unten vom Platz leicht wie die Hirsche aussehen. Gut, bis dahin. Weiter geht's noch weiter am 8. Oktober. Also sehr viel am 8. Oktober geschrieben. Aber das gibt's dann in der übernächsten Episode. Bis dahin wünsche ich euch schöne Tage, wenn ihr das jetzt hier zeitnah hört. Hoffe ich, ihr habt einen schönen zweiten Weihnachtstag oder habt schöne Weihnachtstage gehabt. Kommt gut rüber ins neue Jahr 2024. Wenn ihr das hier viel später hört, dann wisst ihr das schon, wie ihr rübergekommen seid. Auf jeden Fall wünsche ich euch ausreichend viel Schlaf, denn Schlaf ist wichtig. Schlaf macht gesund, hilft dabei gesund zu bleiben. Schlaf macht schön. Alle, die ihr diesen Podcast hört, habt guten Schlaf. Zumindest wird mir das viel gespiegelt. Deswegen seid ihr auch alle bestimmt sehr schön. Und das freut mich. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.